Lais kommt aus dem Indogermanischen und ist das alte Wort für Lernen. Das heißt, wir haben früher mal alle zusammen nicht Lernen gesagt, sondern es hat Lais geheißen. Und das heißt nachfühlen und nachspüren. Hallo, Pipi! Also unsere kleinsten Knöpfe sind 3 Jahre alt und unser ältester ist 19 Jahre alt. Das heißt, das ist, würde ich mal sagen, durchgehende Bildungslaufbahn von den kleinsten in der Kindergruppe bis zu den größten mit 19 Jahren. Ja, wenn sie die Freiheit haben, in ihr eigenes Spiel zu kommen. Wenn sie dafür einfach den Rahmen haben und die Sicherheit haben, und dann entsteht das ganz, dann kommt das ganz von innen heraus, dass sie begeistert sind und immer wieder was Neues entdecken. Die Idee des natürlichen Lernens hinaus in die Welt zu tragen, das ist der eine Wunsch. Und der zweite Wunsch ist, dass Menschen uns finden, die gleiche Begeisterung verspüren wie wir und die sagen, ich möchte mich unbedingt an diesem Projekt beteiligen, im Sinne von dem, was ich kann, was ich als Mensch bin, oder indem ich einfach finanziell die Schule, den Kindergarten unterstützen möchte, weil wir haben so vieles vor. Es ist der Garten zum Umbauen, wir haben unten ein Umbauprojekt. Also es gibt so vielfältige Dinge, wie wir vorhaben. Also ist jeder herzlich willkommen, der das Gefühl hat, er möchte sich beteiligen.